Oh yeah! So, Freunde, ich melde mich zurück. Er hat Raketen! Ich melde mich zurück. Und bin jetzt mal gespannt. Wir sind hier mitten im Krieg. Was sagen wir mal? Das ist ja kein Schaden. Hey, na los. So, wir sind hier wieder mitten in der Ballerei. Ach. Machen wir was Neues. So, wir gucken uns gleich hier nochmal in Ruhe um, Friends. Hier ist Deckung. Na dann, hier. Mal den Fanghaken, weil ich will mal aufs Schiff. Ich warte hier unten. Ja, mach es. Salz. Okay, da bist du. Hallo, hallo. Bitte. Nichts machen. Okay. Können wir ja bestimmt auch. So. Jetzt mal nochmal hier drauf. Das ist wieder dieselbe Scheiße. Glaube ich, bekommen. Okay, weiter geht's. Ja, rein geht's. So. Hier haben wir nichts mehr. Hier hat sie auch nur. Will ich mir alles gar nicht kaufen, weil das alles viel zu schade ist. Weißt du, was ich meine? Wofür? Und mehr Schaden, das wäre gut. Ja, den Schaden, das können wir machen. 666. Yes. Und Hilfe. Scheiße. So, machen wir hier. Klack, klack. Tja, wir haben es geschafft. Habe ich uns in eine Welt gebracht, wo die Vox Waffen hatten? Oder habe ich eine erschaffen? Ich glaube, eine erschaffen, wa? Du bist nicht mein Freund, sondern mein Feind. So, ist ja von der Säge auch weg. Was hast du nochmal? Scheißdreck. So, nix. Dann haben wir unser Scharfschützengewehr. Wo müssen wir eigentlich lang? Da. Zur Werkstatt. Nice. Das ist Punkte, Digga. Also, was ist Punkte? Schweren Aufbruch. Was ist denn für ein Freund, der Kamerad stirbt? Leider ein Kamerad verloren. So, gehen wir nochmal zur Uhrenfabrik. Da nochmal. Ja, auch nichts Neues sein. Ich möchte einfach nur noch mal gucken. Was ist denn? Da ist nichts mehr. Okay. Jetzt können wir bestimmt auch. So. Da rein. Mit dem neuen Perk. Ich hab das noch nicht ganz verstanden. Granatwerfung. Gatling Gun.
man denn die Scheiße? Hab ich nämlich noch nicht als so sehr verstanden, muss ich ehrlich sagen. So, mal gucken, was hier hinten noch ist. Da hat man Kacke. Ist hier wenigstens was Neues, was wir gebrauchen können. Ist auch nichts, wa? Nein, okay. Gehen wir einfach mal zur Werkstatt jetzt. Nein, ich wollte gar nicht, dass das passiert. Elizabeth. Sie sind tot, Booker. Komm, verschwinden wir. Gehen wir in die Fabrik und holen uns das Luftschiff. Das ist nicht deine Schuld. Nichts von all dem. Du hast eine Tür zu dieser Welt geöffnet und bist durchgegangen. Sicher, Booker? Habe ich uns in eine Welt gebracht, in der Chen Lin noch lebte, oder habe ich sie erschaffen? Ich sagte dir ja, ich habe das immer als eine Art Wunscherfüllung betrachtet. Hier wurde der Wunsch wahr. Brüder und Schwestern, Scheiße. Sieht aus, als hätte ich doch einen Freund in der Stadt. Slate. Er hält's mit dieser Vox Populi. Für alle, die diese Truppe nicht kennen, das ist ein kämpferisches Völkchen. Das Problem ist, ich muss ihnen erst bei ihrer Revolution helfen. Dann stürmen wir Comstock House. Und dann kriege ich das Mädchen. Comstock haben wir gesehen. Ah ja. Ah ja. Von mir aus. Aber wenn ihr Menschen sein wollt, dann haltet euch an die Wand. Ja, ist ein bisschen rauchig, ja. Ich weiß. Hier, gut aufheben. Korrekt. Danke dir. Über das Ding, mein Jungs. Ich liebe das Ding. Ich brauche einfach mal wieder ein bisschen mehr Munition. Das Ding. Gut, jetzt brauche ich nicht. Salz habe ich. Ich habe Munition gefunden. Oh, korrekt, dank dir. Ich möchte einem gewissen Jeremiah Pink einen Rat geben. Salz brauche ich nicht. Den da! Bitte sehr! Schmeichelhaft Licht sie. Er findet. Die kriegen die Tür nicht auf, solange niemand das Luftschiff runterholt. So, ich kann mal
Ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. Volvo ist geil. Der ist wirklich geil. So, jetzt haben wir Zeit. Jetzt haben wir Zeit und Geld. So, ich will gar nichts mehr wissen. Ich hab noch nichts. Wow. Raketenwerfer. Der hat zwar viel Munition, ja, das gebe ich zu. Ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. Ja, gleich. Okay. Ich will also mal deine Base. Silver Eagle. Dann möchte ich gerne an mich. Okay, und jetzt runter von dem Ding. Los! Los, Elizabeth. Suchen wir Daisy in der Fabrik. Holen wir uns ihre Köpfe! Und dann? Bestimmt kommt bald noch so ein Handy rein. Lass mich mal ein bisschen gucken, weil ich möchte noch ein bisschen Solvaido haben. Alles nieder! Was ist das für ein Ding, Alter? Was ist noch so ein Ding? Okay, weiter. Daisy sagte, sie kommt und holt sich Fink. Wir müssen mit dem Aufzug nach oben. Der führt bestimmt in Finks Büro. Was haben wir? Neue Schüche. Beim Wiederbeleben wird die komplette Gesundheit wiederhergestellt. Ach. Hab ich bestimmt was Besseres. So. Hier nehmen wir mal den Jock. Jockey. Salz, Salz, Salz ist immer gut. Okay, auf da. Push. Zack.
Die sind wie füreinander geschaffen, was? Wer? Fitzroy und Comstock. Maylin? Mr. Lin? Mein Gott, ich war so auf Paris fixiert. Ich hätte nicht gedacht... Das konntest du ja alles nicht ahnen. Ich spielte eine Rolle bei dieser Katastrophe. Wenn du so tun willst, als wären wir unschuldig an all dem, dann ist das dein gutes Recht. Aber... Hallo? Fink? Ich sah dich sterben, Booker. Mit eigenen Augen. Fitzroy. Hör zu, du hast deine Waffen. Jetzt will ich mein Luftschiff. Aber mein Booker David starb für die Vox Populi. Du bist entweder ein Schwindler oder ein Geist. Mein Booker David war ein Held. Einer, von dem man seinen Kindern erzählt. Du machst alles nur komplizierter. So schnell haben wir die Feinde auf uns, ne? Gut, dann wieder alle gegen alle. Könnt ihr so haben. Machen wir so. So, gucken wir mal. Super Ijo. Mehr Geld. Super. Ich danke mich ganz herzlich bei dir. Diese Löcher haben mir noch ein Wunder offenbart. Obwohl ich erst noch sehen muss, wozu es gut sein kann. Es handelt sich um eine Kombination aus Mensch und Maschine, die sozusagen das Beste aus zwei Welten vereint. Der Prozess scheint unumkehrbar zu sein. Vielleicht hat Comstock Verwendung für so etwas. Zum Beispiel als Wachposten für den Turm, den er baut. Okay. Das nenne ich eine Knarre, ja. Drücke Steuerung links, um nahe Gegner von dir wegzuschleudern. Halte und lasse Steuerung los, um Gegner zu greifen und in der Nähe zu zerren. Gegner in der Luft erscheinen Schaden. Blablabla. Okay. Nice. So, dann will ich aber auch gerne nochmal das rausprobieren. Das muss ja irgendwie machbar sein. Ja. Ich könnte mal wieder so ein Schloss gebauen. Ja, dafür sammle ich ja die ganzen Dings hier. Ja, sowas hier. Ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Gefällt mir ein bisschen. Jetzt können wir hier mal ein bisschen... Hört sich gut an. Krähenboost, Teufelshilfe. Da kann man jetzt eigentlich gar nichts mehr wirklich lassen. Das war nicht teuer. Munition für einen Revolver habe ich noch nicht. Hier, für die Kasse. Okay. Perfekt.
Warum hat man kein Geld mehr? Bringt sie die Geld? Getestete Produkte für ihre Sicherheit. Ah ja, guck das an. Wegen ein Nahkampfziel. Ja, das ist jetzt zwar wahrscheinlich wegen dem da. Weißt du, damit man die Gegner sich ranziehen kann und damit er im Nahkampf verkloppen kann. Aber nee. Brauche ich halt nicht. So, der hat nichts für uns. Der hat nichts für uns. So. Der hat auch nichts für uns. Was hast du? Oh! Oh! Hätte ich das gewusst. Schnelleres Nachladen. Ach, du bist doch echt gay, Alter. Weißt du, hätte ich das nicht gekauft. Okay, wartet mal. Dann machen wir es mal neu. Weil für die Waffen bin ich immer für haben. Weißt du, 2000, weißt du, was wir da kaufen können? Ich meine, das mit dem Salz ist auch schon nicht schlecht, ne? Aber wenn ich ehrlich bin, möchte ich gerne ein bisschen mehr Dings haben. So, jetzt sind wir immer noch eine Munition gehabt, ne? Auch nichts, hier war auch nichts. So, okay. So, nehmen wir das. Ich brauch Geld. Ich brauch definitiv Geld. Jetzt muss ich das wieder angucken. Ja. Okay. Ja. Okay. Danke. So, hier ist doch noch irgendein Geld drin, Mensch. So, Silber-Evo-Munition. Geld. Ja, jetzt habe ich auch ein bisschen weniger Geld. Wieso das? Wieso denn das? Gibt es? Naja. Gehen wir mal weiter gucken. So. Ja. Das war der Nahkampf. Ausrüstung nehmen. So. Schadensboost. Schnelleres Nachladen. Schadensboost. Definitiv. Zack. Schnelleres Nachladen. Schnelleres Nachladen ist Pistole, naja, Pistole. Boah, Schadensboost. Präzisionsgewehr. Schadensboost hört sich gut an, weil Nachladen brauchen wir erstmal nicht. So, haben wir das voll. Schnelles Nachladen, Karabinerrückstoß. Schnelles Nachladen. Ja, damit. So, also wir haben Schadensboost 1, schnelles Nachladen haben wir, Dings haben wir. Rückstoß könnten wir noch machen. Jetzt will ich aber mal kurz gucken, wir haben 400. Nein. Okay, das ist 1,6, was ist das? Warte, das ist dein Bronco-Boost. Verringert die Schwebezeit. Ja. Das war hier, hier war ja nur Munition. Okay. Danke. Noch mal ein bisschen kaufen. So, weniger Rückstoß für einen Karabiner. Wäre schon geil. Aber ich glaube, ich brauch's eigentlich nicht. So, das ist jetzt alles, was wir noch haben. Ich würde sagen, das sparen wir jetzt lieber das Geld nochmal. Weil, wenn wir zu Autoraden kommen, wird es wahrscheinlich noch öfters, weil dann würde ich das nämlich machen. Ja. Krähenboost. Erhöht die Dauer von Krähenbetäubung. Eigentlich auch messbar. Komm, wir geben das mal dafür aus. So, weil haben wir nämlich besser gebrauchen. Als alles andere. Wisst ihr, ich meine. So, hier ist wieder ein unsichtbarer Wand. Aha, okay. So, dann gehen wir mal zurück. Dann beende ich jetzt hier aber ganz frech hier die Aufnahme. Weil dann bedanke ich mich. Ich mache das ja mal auf. Bin dabei. So, warte mal. Diese Löcher haben mir noch ein Wunder offenbart.
Obwohl ich erst noch sehen muss, wozu es gut sein kann. Es handelt sich um eine Kombination aus Mensch und Maschine, die sozusagen das Beste aus zwei Welten vereint. Der Prozess scheint unumkehrbar zu sein. Vielleicht hat Comstock Verwendung für so etwas. Zum Beispiel als Wachposten für den Turm, den er baut. Okay, Freunde, das war's erstmal wieder mit der Folge. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Euer Sepp. Bis dann. Ciao.